Ja, hallo und willkommen zurück bei Resident Evil Part 5, müssen wir jetzt rein. Ja, eben in der letzten Folge haben wir mit Mr. Baker gekämpft. Ja, der ist ja dabei verstorben. Gehe ich jetzt mal von aus, weil nach dem Kopfschuss, den wir ja am letzten Stummschluss mit nicht existierender Munition getätigt haben, sollte ihm wortwörtlich den Rest gegeben haben. Ja, genau. Wir waren dann hier in dem Raum und wollten die Umgebung hier inspizieren. Da sind wir aber dann stehen geblieben. Wir schauen uns jetzt hier einfach mal oben. Das war ja der Hobbyhelm von Mr. Baker, glaube ich, war das jetzt. Und ja. Da ist keiner. Ich mach lieber die Tür zu. Man weiß nie, ob hier gleich irgendjemand kommt. Oh, das ist wieder so ein Video. Oho, Munition! Herzlichen Glückwunsch! Ja. Den Schlüssel haben wir ja nicht. Eine Flinte in dem Raum, sehr schön. Da ist noch irgendwas, was ich aber jetzt noch nicht sehen kann. Antike Münze. Vom Biertisch scheint nicht zu sein, oder? Nee. Marguerite. Hinten, Hippie. Bin mit Hippie jetzt ich gemeint? Huh. Ich habe keine Videokassette. Ich schaue mich vorher noch mal im Raum um. Vielleicht finde ich ja noch etwas. Huh. Naja, weg ist der Deckel. Alles klar, da ist jetzt nichts. Alles klar. Okay. Was für ein Schiff würde mich jetzt interessieren? Da ist noch ein Spuk. Schießpulver. Und Schussdeckel. Ein Buch, ne? Kann man das öffnen? Ja. Das ist sehr schön. Ein Hundekopf. Müssen wir zwei haben, ne? Und kein Platz mehr, um ehrlich zu sein. Dann gucke ich jetzt mal das Video an. Oder wir. Bin mal gespannt. Wie, bitte watch das. Ethan, bitte schau das. Naja. Mia Winters. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. I can't let her catch me again. Ach so, jetzt spiele ich sie. Jetzt muss ich wahrscheinlich flüchten. Hier was?
Na, zumachen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was hilft, wenn ich mich hier umschaue. Oder ob ich die Zeit habe, mich hier umzuschauen. Alter, warum ist es noch so dunkel? Ja, genau. Wow. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Na, herzlichen Glückwunsch. Falsche Richtung. Nee, da lang. Keine Ahnung gerade. Steck fest. I know you and Zoe are plotting. I know you were scheming. You think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Wow. Das sind Kisten. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich mich da hinten verschaffe. Obwohl, nee, das ist die Tür. Nein. Fuck. Nein. Fuck. Ah, fuck. Okay, das war schon mal falsch. Ah, Mist. Verdammt. Alles klar. Ich glaube, hier bin ich safe gerade, oder? Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ah, ich bin mir nicht sicher. I don't know what you want to do with that boy, Ethan. Ich hoffe, diesmal klappt das. Oh, Herzinfarkt lassen. Ist sie da noch? Ja. Okay. Wieder in Sicherheit. Bin mal gespannt. Ich glaube, die sieht mich wieder, oder? Einfach mal umdrehen. Ah, klappt das? Ich sitze da hinten. Jetzt dreht sie sich um.
sent you to my babies and fertilized the garden with what was left. Was für Babys? Es gibt noch mehr von euch? We open our home. We open our hearts. And what do you do? Okay. Kann ich davon irgendwas nehmen? Ah, okay, jetzt habe ich die Zeit dafür. Warte mal, das sieht doch gut aus. Oder? Nur nicht so richtig, Oh, das ist richtig. Wow, ich bin gut. Kriege ich da durch, Mädchen. Schön langsam. Da hinten? She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You! All you have to do is accept her fucking gift! Alles klar. You see that? Embrace us! Ich dachte gerade. There are known unknowns here, and you are not paying fucking attention. Muss ich überhaupt hier lang? No! You don't fucking try to escape your share of the blame. There's no way out of there, Missy. Ich glaube, ich bin richtig. Sieht wie ein Teil aus und etwas. Was? Gott! Where do you think you're going? Wow. Ich muss ehrlich sagen, nicht schlecht gemacht. Gefällt mir. So was lob ich mir. Ja, entschuldigt für den kleinen Cut. Diese Ladezeit hat so lange gedauert. Ich habe die einfach mal rausgeschnitten. Ne? Und ja. Also ich fand, das war auf jeden Fall gut gemacht. Und nicht schlecht. Also gefiel mir. Jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen perplex, was ich machen wollte. Ich wollte um die Ecke schauen. Da ist nichts. Kraut. Ich hatte doch Chemikalien, war ich nicht richtig? Ich kann mit flüssigen Chemikalien Munition machen. Das ist ja nicht schlecht. Ich glaube, ich brauche wieder... Also die nächsten Chemikalien werde ich Munition mal machen.
Wer weiß, was uns noch so begegnet. Bäh. Da gucke ich zuletzt rein ins Wasser. Ich habe nämlich Sorge, dass mir da gleich einer irgendwie entgegengerapscht mit der Hand. Vielleicht habe ich hier Glück und ich finde Chemikalien. Ich glaube es aber nicht. Ich fände es auch gut, wenn man irgendwie hier das Licht an- oder ausmachen kann. Holzstatue. Von was? Ah, von wer weiß was. Achso, alles klar. Oh Gott! Heck of a thing, man. That sure shit beats the hell out of dying. My little girl has given us a gift. And this gift is with me always. Wie kann der jetzt noch leben dabei? As you can see, the family is only part of a gift. Which in a word means... Nein. You're fucked! Nein! Scheiße, ich werde verfolgt. Wow! Fuck that shit, man! Menschenskinders. Wie der mich gerade verjagt hat. Ohne Spaß, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Where in the hell you think you're going to, son? Och nö. Och nö. Ah, toll. Toll. Also das ist ja jetzt eigentlich relativ praktisch gewesen, dass ich jetzt gerade Munition hatte. I'm an old man, son. You can't take on an old man. Peekaboo. Nein. Na, ich treffe nicht. Wie, bin ich jetzt tot? Ja, ich bin tot, ich glaub's nicht. Heftig. Ja, das ist natürlich nicht so schön jetzt gewesen. Was war das denn? Nicht witzig. Ach, unsterblicher Jack auch noch, okay. Ja, toll. Klappe ich erstmal hier drüben wieder alles ab. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich wieder angegriffen werde. Nee. So. Ich weiß ja jetzt, was auf mich zukommt.
Antitrief, warte mal. Und ein bisschen Erfolg gekriegt. Ah, ich habe auch keinen Dietrich mehr. Na gut. Aber wie gesagt, wir wissen, was auf uns zukommt. Ich bin vorbereitet. Wartet mal, ich habe... Munition habe ich. Was mich natürlich interessieren würde... Ich versuche das gleich mal, weil ich bin ja auch schon wieder über der Zeit. Ach genau, ich wollte die Köpfe da reinmachen. Ein bisschen wieder Platz machen. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann kümmern wir uns mal um Jack. Gut, wir wissen schon mal, dass er unsterblich ist. Na, herzlichen Glückwunsch. Und... Ja. Ich würde mal sagen... Den Rest sehen wir dann. Also, bis dahin, macht es gut, Leute!